Guten Tag zusammen. Heute wollen wir euch die Rechenregeln der reellen Zahlen vorstellen. In diesem Abschnitt lernen wir die Regel Klammer ausrechnen kennen. Kommen wir zunächst zu Rechnen mit Klammern. Als Klammern wird gewöhnlich Rundklammer verwendet. Beispiel: 5 mit der Summe 3 plus 4 multiplizieren, also 5 mal 7. Das ist gleich 35. Aus Übersichtsgründen kann auch eckige Klammer verwendet werden. Beispiel: 5 mit dem Quotient 3 plus 1 in Klammern geteilt durch 2 multiplizieren. Hier werden die eckigen Klammern und Rundklammer verwendet. Der Quotient 3 plus 1 in Klammern geteilt durch 2, das ist gleich 4 geteilt durch 2 und das ist gleich 2. Also 5 mal 2 ist gleich 10. Nun stellt sich die Frage, wie rechnen wir mit Klammern? Zuerst werden Klammern ausgerechnet, dann Punktrechnung, also Multiplikationen, Divisionen und Potenzen, und dann Strichrechnung, also Additionen und Subtraktionen. Dabei fangen wir bei mehreren Klammern mit den innersten Klammern an. Innerhalb von Klammern gilt die Punkt-Vorstrich-Regel. Beispiele. Kommen wir zu dem ersten Beispiel. 5 mal, Klammer auf, 3 plus 4, Klammer zu. Zuerst wird die Summe 3 plus 4 in Klammern berechnet, also 7. Dann diese Summe, also 7, mit der 5 multiplizieren. Also erhalten wir als Ergebnis 35. Zweites Beispiel. Wir wollen den folgenden Term berechnen. 5 mal, eckige Klammer auf, runde Klammer auf, 3 plus 11, runde Klammer zu, geteilt durch 2 und das Ganze minus 3, eckige Klammer zu. Anschließend wird eine 2 dazu addiert. Zuerst werden Klammern ausgerechnet. Wie wir sehen, gibt es hier eckige Klammer und Rundklammer. Wir fangen mit den innersten Klammern, also mit den Rundklammern an. Also 3 plus 11 ist gleich 14. Dann eckige Klammer, weiter ausrechnen. Hier bitte Vorsicht mit der Punkt-Vor-Strich-Regel. Also 14 geteilt durch 2, das ist gleich 7. Dann 7 minus 3 und das ist gleich 4. Jetzt ist das Klammerausrechnen fertig. Dann rechnen wir weiter 5 mal 4 plus 2. Hier gilt wieder Punkt-Vor-Strich-Regel. Also 5 mal 4 ist gleich 20, dann plus 2.
Also erhalten wir als Ergebnis 22. Nun, ich bin heute mit meinem Stoff durch. Wir haben heute das Klammerausrechnen kennengelernt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.